Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich dann natürlich wie immer zum Ende des Monats ein aufgebrauchtes Video. Also es ist gerade zwar am Anfang des einen Monats, aber ja, es ist gerade ein Monat gerade zu Ende gegangen. Also ja, habe ich hier wieder was. So einiges dann ja auch aufgebraucht und das will ich euch dann ja auch wie immer gerne zeigen. Also tue ich das jetzt auch. Also hier ist dann auch meine Tüte mit den ganzen Sachen, was ich aufgebraucht habe. Und ich würde mal sagen, wir reden nicht mal so viel rum und ich zeige euch jetzt einfach mal die Sachen, die ich aufgebraucht habe dieses Mal. Einmal wie immer ganz Standard die Kosmetiktücher. Wie immer waren es die von DM, von Evelyn. Die habe ich diesmal auch wieder recht schnell wieder aufgebraucht. Ja, das kann jetzt wieder in den Müll. Einmal die Always Lip Anlagen, denn die verbrauche ich sehr ständig, denn ja, das habe ich euch ja schon mal erzählt gehabt. Ich will ja ein bisschen mehr von meinen Unterhosen haben und sonstiges, also benutze ich die Dinger sehr, sehr gerne dafür. Deswegen, ja. Dann habe ich hier auch ein Gesichtswasser aufgebraucht gehabt, was aber natürlich von Mama war. Aber ich habe es dann in der letzten Zeit dann halt selber benutzt, denn ich kenne Mama, sie benutzt dann nicht immer so oft die Sachen und dann ja, steht es da irgendwann dann nur rum. Also habe ich hier das hier aufgebraucht gehabt, das war vom Kaufland damals. Ja, Bevola heißt es für normale und Mischhaut, klärt und reinigt. Ja, also habe ich bis jetzt ganz gut vertragen, aber ich habe jetzt auch mittlerweile ein neues. Ja, war ganz okay. Dann habe ich auch meine Lieblingscreme, eher gesagt auch 3-in-1 Produkt aufgebraucht gehabt. Das ist das Aloe Vera Water Balm 3-in-1 und ihr kennt ja auch schon meine Meinung dazu, habe ich immer benutzt, egal ob als Maske oder auch Tages- oder Nachtcreme, finde ich echt super. Dann habe ich auch das Balea Rasierschaum aufgebraucht gehabt. Ja, dazu muss ich glaube ich auch nicht mehr allzu viel sagen. Ich rasiere mich halt sehr oft und deswegen gehen die auch immer sehr schnell leer. Und ich kann es irgendwie nie einfach so nie ohne rasieren, sage ich jetzt mal. Das muss ich ja immer. Ja, das hier von Balea habe ich dann aufgebraucht. Dann habe ich auch jetzt mal die Badekugeln auch mal aufgebraucht gehabt. Die habe ich auch irgendwie echt gerne benutzt gehabt, wenn ich gerne dann baden wollte. Also auch die Düfte davon fand ich auch immer sehr gut. Es war immer so ein erfrischendes Gefühl. Ja, also wer es gerne baden mag, also wer es mag zu baden, eher gesagt, kann ich euch das hier irgendwie gerne empfehlen. Wer ein bisschen mehr was davon haben will, da sind da gleich ein paar mehr Kugeln drin. Zwar kleinere, aber finde ich eigentlich trotzdem noch ganz gut. Dann einmal ganz Standard Reinigungstücher, aber von Nivea. Sind leer. Ich habe auch jetzt natürlich noch neue da. Dann habe ich hier wieder einmal Masken aufgebraucht gehabt. Einmal eine normale Gesichtstuchmaske von Garnier und dann noch die Augentuchmasken. Das sind so mit die Favoriten, egal wie wann ich das immer benutze. Die kann ich immer weiterempfehlen, also Top-Produkte. Dann einmal auch wieder ganz langweilig, Wattepads, aber das waren diesmal etwas größere und etwas wenige, fand ich aber irgendwie auch ganz gut, denn so musste man nicht allzu viel von den kleineren verwenden. Ich glaube, ich bin beim Überlegen, nächstes Mal dann solche eher zu holen als so die kleinen. Mal schauen, aber waren ganz gut. Dann hier eine andere Packung, aber diesmal die ganz normale Version von den Wattepads. Dann habe ich auch endlich das Cleansing von Stephanie Giesinger aufgebraucht gehabt. Das war das hier, also fand ich ja eigentlich ja ganz gut, hat super gereinigt, also da kann ich auch nicht so wirklich meckern. Ja, an sich fand ich halt immer den von Lovely immer ganz gut, aber den gibt es ja irgendwie ja so nicht mehr. Aber ja, endlich habe ich mal wieder eins aufgebraucht gehabt.
dann hier auch wieder ein Garnier-Produkt, das Aktivkohle 3 in 1. Ihr kennt ja eigentlich ja schon so meine Meinung dazu, aber ich glaube, ich versuche ein bisschen davon wegzukommen und nicht mehr allzu viel davon zu benutzen. Klar, Mama hat zwar ein neues mal gekauft gehabt, aber ich versuche ein bisschen vielleicht davon wegzukommen und ein bisschen mehr mit anderen Produkten klarzukommen. Mal schauen, ob es klappt. Aber ja, ab und zu mal greife ich mal danach. Dann noch, was noch leer ist, ist das Catrice 24 Stunden Brush Liner. Fand ich mega gut, macht auch einen sehr schönen, präziseren Eyeliner. Muss ich mir mal wieder kaufen oder vielleicht auch mal wieder den von Essence. Mal schauen, aber den fand ich sehr gut. Dann noch ganz langweilig, ja, Zahnpasta. So, diesmal von Colgate, Max Fresh. Ja, ich glaube, zu Zahnpasta muss man nichts Großes dazu sagen. Ne? Dann noch die letzten zwei Sachen, das kann ich euch ja so ja immer zeigen. Einmal den Pickle Break, das... Da gucke ich auch, dass ich vielleicht mal was anderes finde für die Pickel und sonstiges, denn ja, ich will irgendwie mal ein bisschen andere Routinen gucken und sonstiges, womit ich dann so die Pickel mehr unter einem Hut bekomme, sage ich erstmal so. Ja, also das ist jetzt zum Glück leer. Und auch noch das Cinematic Catrice Augenbrauenstift ist mein absoluter Favorite Augenbrauenstift, womit ich gerne meine Augenbrauen nachziehe. Ihr wisst ja, ich kaufe es ja eh immer nach. ja, das war es dann eigentlich auch schon mit allem, was ich aufgebraucht habe. Ich kann euch hier mal kurz die Tüte zeigen. Die ist jetzt natürlich leer. Nichts mehr drin. Ja, an sich war es dann eigentlich auch schon mit dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und von einer anderen Perspektive und ich war auch gerade so ein bisschen faul, um die Lichter aufzubauen. Deswegen dachte ich mir, mache ich so vor, sozusagen natural light und ja. Also ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich gerne und klickt natürlich auf das rote Abonnieren-Button, natürlich. So könnt ihr dann auch zugleich daneben die Glocke aktivieren, so verpasst ihr dann auch keine Videos mehr von mir. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community seid. Und nicht zu vergessen, mich auch auf Instagram oder auf TikTok zu besuchen, falls ihr es gerne mögt, mich dort zu besuchen, könnt ihr es gerne machen. Und ja, ansonsten würde ich da mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!